Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, 6 Fische können wir in unserem Fangbuch bekommen. Damit haben wir nur 3. Darum werde ich mich gleich kümmern. Deswegen sind wir hier am Angelteich. Hey, was soll das? Du verschenkst ja die Fische. Oh, sorry. Ich schaue fast nichts mehr an. Außer vielleicht das da. Hallo. Oh, das ist entdeckt. Das habe ich selbst entworfen. Das heißt Murmelslalom. Aber so kostet 5 Rubine. Wenn du schaffst, kriegst du 10. Willst du es probieren? Ja, klar. Okay, die Ringe sind total einfach. Du musst die Kugeln innerhalb der vorgegebenen Zeit dort hinten hinprägen und kannst mit Hilfe von RD von dem rechten Steuerkreuz den Blickwinkel wenden. Alles klar? Dann los. Ja. Das ist das, wie sie schon gesagt hat, der sogenannte Murmelslalom. Mittels des linken Analogsticks muss man hier diese Kugel ins Ziel befördern, während man mit der rechten, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kameraansicht verändern kann. Was ich jedoch im Moment eher weniger muss. Und ihr seht schon, wenn man außerhalb des Bereichs hier fliegt, dann heißt es Game Over. So, warum mache ich das hier? Oder beziehungsweise erstmal, wie ist das aufgebaut? Nun, dieses ganze Spiel ist zum einen ein Abbild von einem Konzept, was wir in vielen Fällen schon hatten. Nehmen wir zum Beispiel die Verpackung von Seifenblasen. Da gibt es auch auf dem Deckel eine Art Labyrinth, in die man eine Kugel befördern muss. So. Um ein neues Level freizuschalten, müssen wir das ja einfach verlassen und neu betreten. Aber ja, genau, also zum Beispiel bei Seifenblasenverpackungen, aber auch in vielen anderen Minicomputerspielen gab es dieses Konzept, in welchem man eine Ebene bewegen muss, um die Murmelkugel so zu bewegen. Wer wie Party U gesehen hat, wird auch dort dieses Konzept entdeckt haben. Und im Prinzip ist dieses ganze Spiel eine Hommage auf Super Mario Brothers, denn es geht jetzt mit 1-2 weiter und es gibt insgesamt 8 Level. Und im Prinzip die einzig einigermaßen sinnvolle Belohnung gibt es nach dem 8. Level. Jetzt viele finden das schon schwierig genug, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie die Wii-Version gespielt haben. Denn sowohl auf der GameCube-Version als auch hier ist die Steuerung wesentlich einfacher, während sie auf der Wii-Version sehr beschissen war. Aber ja, also, wie gesagt, wenn man nämlich alle 8 Level schafft, gibt es den sogenannten Froschköder. Und im Moment, wenn wir in Zeldas Angelteich unterwegs sind, können wir 3 Köder verwenden. Und dann würde dann ein Förder dazukommen. Es gibt noch einen 5., der ist ein bisschen speziell, über den werde ich noch reden. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass diese beiden Köder in der Regel besser sind als die anderen. Wobei ich den Froschköder überhaupt nicht benutzen kann, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Aber ja, und dann geht es im Prinzip mit 2-1 weiter. Und so weiter und so fort. Das Ganze setzt sich dann bis 8-8 fort. Es sind aber nicht etwa neue Level sozusagen, die dazukommen, sondern es sind die gleichen 8 Level, die immer wieder in strengeren Zeitvorgaben als Intervall erfolgen. Auf der Nintendo GameCube und Nintendo Wii-Version war es so, dass da gab es 2 Minuten als maximale Zeit. Das ist schon wesentlich weniger als hier die 3 Minuten. Allerdings hat man von 1-1 auf 1-2 die Zeit um 30 Sekunden, also von 1-8 auf 2-1 die Zeit um 30 Sekunden verringert. Da hatte man dann nur noch 1 Minute und 30 Sekunden und ich glaube, dann ging man in Intervallen von 10 Sekunden weiter, sodass man am Ende des Tages gerade mal 30 Sekunden hatte, um die Kugel ins Ziel zu bekommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wenig, weil ansonsten die Zeit im Prinzip überhaupt kein Faktor ist. Und ich meine, ihr seht jetzt, wir haben 3 Minuten, ich bin 2 Minuten gewöhnt. Das heißt, klar, vielen fällt das hier schwer, aber wie gesagt, da ich es einigermaßen gewohnt bin, werdet ihr feststellen, dass wir nicht unter die 2-Minuten-Marke kommen werden, höchstwahrscheinlich. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich zur Seite runterfalle, wie es jetzt schon ein paar Mal passiert ist, aber ja, mehr auch nicht wirklich. Das ist also im Prinzip die Art und Weise, wie das hier funktioniert. Wenn man allerdings wirklich alle 8 Welten
durchmacht. Und wie gesagt, der herausfordernde Aspekt ist tatsächlich da, weil man es eben innerhalb von 30 Sekunden schauen muss, zumindest was früher so. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist. Dann darf man jedes darf man dieses Spiel kostenlos spielen und man darf jedes Level individuell auswählen. Also wie gesagt, der Hommage an Super Mario Brothers, das war dann nämlich auch so, wenn man alle 8 Welten geschafft hat, sowohl eben im normalen Modus als auch im Sternenmodus, hat man als Belohnung bekommen, dass man jede Welt individuell auswählen durfte, oder beziehungsweise jedes Level in jeder Welt. Das haben wir jetzt noch nicht auf diesem Kanal Let's Played, aber in Super Mario Land war es ja ähnlich. Wenn man das ganze Spiel im normalen Modus und im Hard Mode geschafft hat, also im schwierigeren Modus, dann war es möglich, jedes Level individuell auszuwählen. Ah, verdammt! Aber der Unterschied war halt, dass in Super Mario Land ich das Spiel nicht abspeichern konnte. Was dementsprechend, ja, bedeutet hat, dass wenn ich das Spiel wieder angeschaltet habe, das auch wieder passé war. Weil das in Super Mario Bros. Natürlich abspeicherbar war. Aber das ist jetzt was anderes. Und wie gesagt, ihr müsst hier wirklich nicht mehr machen als die ersten 8, wenn ihr den Froschköder wolltet. Dann dürft ihr ihn benutzen. Und alles andere lohnt sich überhaupt nicht. Deswegen zeige auch ich es euch nicht. Ja, der Hardcore vor vollständiger Zeit ist doch nicht, weil es einfach komplett sinnlos ist, euch 8-mal das gleiche Level zu zeigen. Wobei, das erste vielleicht einigermaßen spannend ist, weil man sie noch kennt, aber zwischen 2 und 6 wahrscheinlich kaum Spannung aufkommt, weil die Zeit, die sich verändert, im Prinzip überhaupt kein Faktor ist, der mich hier irgendwie tangieren würde. Da, wie gesagt, Zeit ist hier wirklich nicht das Problem, bis zu so einem gewissen Grad. Natürlich, wenn man dann wirklich nur noch 30 Sekunden hat, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, dann, ja. Aber davor, nee. Und von daher, ja, lasse ich das, wenn ich wenigstens direkt nach 1.8 zu 8 einspringen könnte, dann würde ich es ja vielleicht sogar machen, aber ja, in diesem Fall sehe ich absolut keinen Sinn darin. Also, so viel können wir dazu sagen, um das hier soweit abzuschließen. Aber ja, letztendlich ist das, wie gesagt, nötig, um einen von 5 Ködern, die wir insgesamt bekommen können, zu ergattern. Und ich finde das Spiel auch einigermaßen nett, muss ich sagen. Wie gesagt, es verbindet zum einen diese Hommage an Super Mario Bros. Und zum anderen verbindet es das mit einem kleinen alltäglichen Spiel, was man da, auch wenn es, wie gesagt, knifflig ist. Hier ist es bisher von der Steuerung am besten, einfach weil der Pro-Controller einen sehr weichen Controller oder einen sehr weichen Analogstick hat, der sich hierfür besser eignet, während der auf der GameCube und auf Nintendo 64 auch noch vergleichsmäßig hart war, was für ein Spiel, bei dem man hier sehr sachte Bewegungen ausführen muss, nicht hundertprozentig gut war, aber wie gesagt, auch die GameCube-Version war noch in Ordnung. Die Wii-Version, darüber möchte ich aber wie gesagt nicht reden. Und bevor ich diesen Part aufgenommen habe, wenn ihr euch wundert, habe ich schon ein paar Fische gefangen, war ich schon ein bisschen im Angeln, glaube ich, unterwegs, einfach um mich wieder an die Steuerung zu gewöhnen. Denn das Angeln ist etwas, was ich in der Regel nicht mache, wenn ich dieses Spiel durchspiele. Und bin jetzt nur für diese LP habe ich mich dazu entschieden, okay, machen wir mal ein oder zwei Teile, wahrscheinlich wird es auf einen Zweiteiler hinauslaufen, hier zu diesem Angelteich, den ich euch dann gerne näher bringen werde. Das ist im Prinzip die Überlegung, die dahinter steckt. Und dazu dachte ich mir, damit ich mich euch zumindest einigermaßen was erzählen kann, schaue ich mir das einfach mal vorher an. Und dann dachte ich mir, gut, behalten wir die Fische im Aquarium, bevor wir sie irgendwo frei laufen lassen. Von daher befinden sich jetzt eben Fische im Aquarium. Denn die Sache ist die, in Senas Angelteich gibt es Vorteile und Nachteile und man sollte sich eben wirklich überlegen, warum man dort fischen gehen möchte. Man könnte natürlich als offensichtliche Erklärung sagen, das Fangbuch, weil im Fangbuch werden die größten Fische, die man haben kann, vermessen, die Anzahl der Fische, die man gefangen hat und natürlich die einzelnen Fischarten. Und so kann man versuchen, alle 6 Fischarten zu fangen, von denen wir, wie gesagt, schon 3 haben. Unter anderem haben wir einen mit sehr großen Anstrengungen suchen müssen. Allerdings gibt es dabei ein klitzekleines Problem.
Die Fische, die man in Senas Angelteich fängt, sofern man mit dem Boot unterwegs ist, zählen nicht ins Fangbuch. Das bedeutet, natürlich kann man am Angelteich außerhalb dessen, dass man mit dem Boot fährt, angeln. Das ist kein Problem. Und da kann man auch alle Fischarten fangen, zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Und die zählen dann auch. Also es ist nicht so, dass da einem 50 Grünkiemen entgegenspringen, bevor eins kommt. Nee, hier kann man tatsächlich fast alle Fischarten fangen. Zumindest, glaube ich, alle, die für das Fangbuch relevant sind. Aber, ja, eben nicht, wenn man mit dem Boot unterwegs ist. Deswegen, was bringt das? Wenn ihr mich fragt, bringt es so gut wie gar nichts. Außer, dass man im Aquarium dann Fische hat. Aber es ist ja nicht mal so, dass es irgendwas dafür gäbe, wenn man dort eine gewisse Anzahl hat. Und das ist sehr schwierig. Verdammt. Das ist einer der schwierigsten und kniffligsten Stellen hier, glaube ich. Wie gesagt, es ist nicht mal so, dass man dafür irgendwie eine Belohnung bekommen würde oder dass sie irgendwas sagen würde, wenn man jeden Fisch einmal in ihrem Aquarium hat. Eine interessante Sache gibt es noch und das habe ich bisher selbst noch nicht gemacht. Von daher wird das eine kleine Premiere in diesem Let's Play und ich schaue, ob ich das hinbekomme. Denn das ist zwar nur eine kleine Belohnung und wird uns in der Story direkt nicht weiterhelfen, aber es ist dennoch ein interessantes Goodie, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, dazu dann demnächst mehr. Und ja, ihr seht, ja, hänge ich gerade ein bisschen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr knifflig, wie ich schon sagte, weil man nämlich... Ah, Mist. Weil man nämlich das direkt so treffen muss, dass der Ball auf dieser kleinen grünen Plattform stehen bleibt. Aber da die so klein ist, ist das schwierig, weil man natürlich zum einen muss man damit Anlauf drüber. Das würde entweder ich starte hier auf dem linken grünen Feld und gehe dann direkt drüber. So kann man übrigens die Kamera verändern und starte dann direkt drüber. Ah, knapp. Oder aber ich gehe erst zu den roten Feldern. Dann muss ich jedoch kurz den Stick in die entgegengesetzte Richtung bewegen, damit ich eben diese Rampe hochkomme. Ah, sehr schön. Gut. Also ab und zu auch mal die Kamera bewegen. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber ja, ich mache es tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob ich es schon mal hinbekommen habe, indem ich auf diesem grünen Feld abstoppe. In der Regel mache ich es nämlich wirklich immer so, dass ich das dann in einem Rutsch mache. Also versuche, die direkt nacheinander dorthin zu wegen. So, jetzt haben wir schon 1,8. Also, wir kommen schnell voran. Aber hier hat man natürlich dann nochmal alles in die Waagschale geworfen. Wie ich schon gesagt habe, das ist das Schwierigste der Level und danach werden nur die Zeitvorgaben knapper, was zugegebenermaßen in diesem Level richtig hart ist. Stell dir vor, man hatte nur 30 Sekunden, hätte ich so noch 14, aber ihr seht auch, ich warte hier viel. Also wenn man davor schon 7-mal diese Level gemacht hat, dann ist es tatsächlich machbar. Und ihr seht, ich spiele hier viel rum. Und erst jetzt wäre die Zeit um. Und ich hätte es vielleicht sogar jetzt noch ins Ziel geschafft, obwohl ich hier sehr, sehr viel schaue, mache und tue. Also von daher, es ist wirklich nicht unmöglich. Überhaupt nicht. Von daher, ja, aber könnt ihr euch ja selbst mal anschauen, wenn ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob das hier im Hero Mode auch seitenverkehrt ist. Da habe ich nie drauf geachtet, ob das bei der Wii-Version jetzt der Fall war oder nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich schaue es mir dann mal an. Und da haben sie natürlich wieder die gleiche Stelle eingebaut wie beim Level zuvor. Nur, dass man dieses Mal eben einen wesentlich komplexeren Hinweg bewältigen muss. Wobei der in der Regel eher kein allzu großes Problem darstellen soll. Es sei denn, natürlich ist passiert sowas. Mist. Aber ja, dann wisst ihr jetzt in etwa, wie ich hier vorgehen möchte. Und natürlich ist das soweit das Letzte, was ich vor dem Storyfinale machen werde. Außer natürlich die restlichen Stempel, die ich aber erstmal nicht suchen werde, sondern ich gehe erstmal bis zum Endboss. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Stempel. Ich
glaub's zwar nicht, aber vielleicht. Und sollte ich dann, also sollte mir dann noch was fehlen, dann begebe ich mich auf die Suche. Also von daher, ja. Da möchte ich mir einfach nicht so viel vorwegnehmen lassen. Und das ist wirklich, jetzt hätte ich es fast geschafft, dass das mal stehen bleibt. Okay. Wie gesagt, jetzt hätte ich es fast geschafft, dass diese Kugel mal stehen bleibt und ich mich da direkt nach unten okay. Was ich ganz oft versucht habe, als ich das am Anfang in der GameCube-Version ausprobiert, ich dachte mir, wenn ich doch mit genug Schwung komme, müsste dieser Ball doch eigentlich in der Lage sein, über diese Lücken drüber zu, nicht unbedingt springen, aber aufgrund der Geschwindigkeit drüber zu gleiten. Und nein, das ist leider, das ist leider nicht der Fall, wie ich euch bedauerlicherweise mitteilen muss. Aber okay. Glaubt mir, ich habe es ganz oft probiert. Es klappt nicht. Link, ernsthaft, fischen, Murmel spielen. Hey, Midna, hör zu. Folgendes. Auf mir lastet eine riesige Bürde. Ich muss diese Welt retten. Die Lichtwelt und die Schattenwelt. Das sind gleich zwei und ich tue mich einfach schwer damit und deswegen würde es mir einfach viel bedeuten, wenn ich mich für einen kurzen Moment einfach wie ein richtiger, unbeschwerter Junge fühlen könnte. Oh. Okay, dann lasse ich dich mal allein. Ja, klar. Oh, endlich bin ich so los. Party! Yeah, okay. Okay, gut. Also ihr merkt schon, hat durchaus in sich, aber ist jetzt auch nichts zum Verzweifeln, auch wenn man jetzt schon merkt, dass ich Passagen, die ich am Anfang relativ schnell geschafft habe, dass die mir nun eher Probleme darstellen. Wow. Einfach weil ich mich hetze. So. Okay. Seht ihr das? Ich habe es in 25 Sekunden geschafft. Also sogar 1,8 ist in 30 Sekunden machbar und kein Staatsakt. Von daher, ich wiederhole, es ist absolut sinnlos, euch das hier 7-mal zu zeigen. Und glaubt mir, verschwendet eure Lebenszeit nicht, macht es einfach nicht. Also, wie gesagt, ich bin jemand, der einem wirklich rät, in Spielen absolut alles zu machen. Aber glaubt mir einfach, macht es nicht. Es lohnt sich nicht. Das ist der ganze Punkt, den ich hier versuche rüberzubringen. So, dann sind wir jetzt bei 2-1, richtig? Du hast alle Level des Murmelsalons gemeistert, es gibt keine neuen mehr. Ich werde eine schwierigere Version mit strengeren Zeitvorgaben erfinden. 2-1, da Lust? Sehe ich so aus? Nein. Ach, schade. Nee, aber wir dürfen jetzt den Froschköder verwenden. Einmal ein Köder kostet 20 Rubin inklusive Kanu. Der Typ Leitung wünscht weitere 100. 100 Rubine, nur dafür, dass sie mit mir kommt. Aber ich nehme sie mal mit. Das erste Mal begleitet sie ein Jahr umsonst. Das habe ich aber verschwendet. Da hat sie mir auch keine Wahl gelassen. Das mache ich jedoch jetzt, weil wenn ich dann später nochmal zum Angeln antrete, ich werde hier zwei Durchläufe machen, da darf sie in keinem Fall dabei sein. Und warum ich sie dabei habe? Nun, das ist einfach. Oh, da ist schon einer! Um ihre Reaktionen auf die Fische zu hören. Denn sie gibt ja teilweise ganz lustige Kommentare. So, komm mal her. Und jetzt nach oben. Ihr merkt schon, das Angeln ist hier ein bisschen anders als an der normalen Angelschnur außerhalb des Kanus. Hier ist es vielmehr wie noch Ocarina of Time. Und zwar so, dass man sich wirklich Hand und Finger manchmal brechen könnte. Komm her, Fisch. Während eigentlich beim normalen Angeln überhaupt nichts passieren kann. Erneut die Frage, wieso sollte man dann hier angeln? Es gibt keinen wirklichen Grund, außer den einen, den ich euch zeigen werde. Also komm. Ja, und dann muss man auch noch rechtzeitig A drücken. Ist nicht mal so wie in Ocarina of Time, dass er dann wenigstens automatisch kommt. So. Wir haben hier einen Hyrule-Barsch. Ist aber 5 cm groß. Bisschen kleiner, oder? Lassen wir ihn frei. Ja, dass wir ihn freilassen, liegt daran, dass ich schon einen größeren gefangen habe.
Aber erneut weise ich darauf hin, der wird nicht in meinem Fangbuch vermerkt. Von daher ist das nur sozusagen ein seeinterner Rekord. Also, das ist vielleicht das finale Ding, was ich sagen kann. Es lohnt sich am Mai, oder es lohnt sich nur, hier seinen Rekord laufend zu brechen. Und für das, was ich vorhabe, brauche ich ebenfalls einen Rekord. Oh, der rechts ist interessant. Das müsste ein Ordernwelt sein, genau. Den habe ich auch so auf der Overworld noch nicht gefangen. Von daher, aber wie gesagt, der zählt hier eh nicht, aber ich hoffe, ich bekomme ihn. Oh ja, der hat mir relativ wenig gegen gegeben. Oh, ein Ordernwelt, nicht sonderlich belebt. Hat zwar ein süßes Gesicht, aber der ist so schleimig. Also, was ist der 65 cm groß? Hey, den behalten wir, ja, da kommt das Ordon. Ja, ich... Eben, deswegen. Hallo, was hast du gegen Ordon? Ordon ist... kein sehr angenehmer Ort. Langweilig, öde. Hey, aber seht ihr, die Hyrule-Grundel ist zwar noch drin, die wir ja unter so großen Schmerzen und Qualen beim Friedhof von Kakariko geangelt haben, aber... Der Ordon wälzt nicht, den müssen wir da auf der Overworld angeln, was ich noch erledigen werde, denn dass ich diesen Fisch besitze, ist unter anderem nötig, um den letzten Köder zu bekommen, was eben der Sinkköder ist. Und ich möchte dazu anmerken, dass dieser letzte Köder, der Sinkköder, auf gar keinen Fall verwendet werden darf, während Sena dabei ist. Denn sonst konfisziert sie den Köder und das war's dann. So, ihr seht, das sind die drei Köder und hier ist der neue, der Fischköder. So, die unterschiedlichen Köder. Kann ich vielleicht kurz noch bei Gelegenheit erklären. Also kommen wir vielleicht zunächst mal zum Froschköder. Der Froschköder, wie wir gesehen haben, ist sehr, sehr schwierig zu bedienen. Der Vorteil ist aber, dass man damit Fische aus der Tiefe anlocken kann. Und ich habe ja gerade schon im Prinzip gesagt, dass man, oder dass der Sinkköder, den wir doch bekommen werden, verboten ist. Nun, der Froschköder ist es nicht. Mit dem können wir Tiere beliebig aus der Tiefe anlocken. Das ist aber leider auch der einzige wirkliche Vorteil, weil das Timing so schwierig ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wann ich da drücken soll. Ich probiere es mal mit dem Froschköder. Vielleicht finde ich es ja raus, aber in der Regel ist das wirklich so schwierig, dass ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, wann ich da eigentlich drücken soll. Und das macht diesen Köder für mich zu einem absolut sinnlosen Köder. Ich benutze wieder den Sinkköder, aber wie gesagt, wenn Sena dabei ist, so den Froschköder verwenden. Vielleicht habt ihr ja einigermaßen Kontrolle. Ich werde ihn noch schauen, vielleicht wird das irgendwie vereinfacht, aber ja. Okay, und die anderen drei Köder, die ich derzeit habe, ist zum einen der Wobbler, den ich am Anfang hatte. Das ist sozusagen eine Art Allzweckköder. Mit dem kann man im Prinzip alles fangen, was sich an der Oberfläche befindet. Dann haben wir den Rasselwobbler, der vor allem für tiefschwimmende Fische geeignet ist. Also manchmal sieht man ja Fische an der Oberfläche. Dafür reicht im Prinzip der normale Wobbler. Und der Rasselwobbler ist besser, wenn sie sich in der Tiefe befindet, weil man sie so eventuell nach oben locken kann. Aber das ist eben nur, wenn es im Prinzip normale Fischarten sind, die man auch so im See sehen würde. Denn was den Froschköder im Vergleich zum Rasselwobbler interessant macht, ist, dass der Fischköder der Froschköder in der Lage ist, scheue Fische einzulocken. Und es gibt bestimmte Fische, vor allem eben große Fische, die sich vornehmlich im Wasser aufhalten. Relativ tief, weit unten, da seht ihr. Hier nochmal, nur um nochmal zu demonstrieren, dass auch die Größe nichts zählt. Also könnt ihr das kurze Video pausieren und euch die Größen anschauen, die vergleichen, zählt alles nicht. Aber ja, wie gesagt, der Froschköder lockt scheue Fische an, was, und ich wiederhole mich, vorwiegend große Fische sind, die sich am Meeresboden aufhalten. Während, wie gesagt, für normal große Fische reicht der Rasselwobbler allerdings aus. Und
Dann gibt es noch die andere Kehrseite, nämlich der Spinner oder Spinner. Ich weiß gar nicht, ob das Englisch oder Deutsch ausgesprochen werden soll, aber ich gehe mal mit dem deutschen Spinner. Und der ist im Prinzip für, genauso wie der Froschköder, für scheue Fische zuständig. Jedoch bei weitem nicht so effektiv. Also wenn man große Fische oder Fische aus der Tiefe, große Fische anlocken möchte und keinen Froschköder hat, ist der Spinner eine sehr gute Option. Jedoch möchte ich dazu anmerken, dass es eben tatsächlich sein kann, dass man da große Probleme bekommt. Einfach weil es sehr, sehr schwierig ist. Es ist zwar möglich, aber es ist schwieriger, mit dem Spinner sie zu fangen, als mit dem Froschköder oder natürlich dem Sinkköder. Zum Sinkköder komme ich dann, sobald ich ihn habe. Das sind soweit die vier Köder. Man merkt schon, wir haben, was das angeht, eine wesentlich höhere Variation als ein Ocarina of Time. Das ist soweit schön, positiv, aber ja. Okay. Soweit vielleicht dazu. Dann noch kurz was zu diesem Angelteich. Ihr seht, dass hier die ganze Zeit Kirschblüten ins Wasser fallen. Und Kirschblüten in Japan viel mehr als hier werden mit Frühling in Verbindung gebracht. Es gibt relativ, oder Kirschblüten haben in Japan eine sehr hohe, sehr große Tradition. Und es finden auch an vielen Orten sogenannte Kirschblüten oder Kirschbaumfeste statt. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Kirschblüten aber, glaube ich. Von da, was unter anderem auch erklärt, warum Senbon Sakura, was ja eben Kirschblüten bedeutet, als Lied geschrie oder als Lied besteht, was ein Aufeinandertreffen von japanischer auf westlicher Kultur besingt und die Probleme oder den Identitätsverlust dann damit einhergeht. Und deswegen, Kirschblüten sind ein Markenzeichen in Japan und stehen eben seitdem sehr stark für den Frühling. Kann man auch bei uns an manchen Stellen beobachten. Sehe ich immer mal wieder, aber gibt es eben hier nicht so viel und ist hier auch nicht so stark vertreten. Bei uns vergleicht man eher Frühling mit so typischen Mai-Gedichten, mit schönem Sonnenschein und Blumen, die wachsen und solchen Sachen. Aber gut, um den Bogen zurückzuschlagen. Im Prinzip gibt es vier Jahreszeiten hier. Im Moment befinden wir uns im Frühling. Um den Sommer zu bekommen, müssen wir einfach den Angelteich verlassen und wieder betreten. Da sind dann die Bäume grün. Dann verlassen und wieder betreten, dann haben wir Laub an den Bäumen, also Herbst, beziehungsweise nicht über den Laub an den Bäumen, sondern einfach nur bunt gefärbte Bäume, und dann betreten und verlassen haben wir Winter. Und nein, dann ist der See nicht vereist. Aber das sind im Prinzip die Jahreszeiten, die man haben kann. Und je nachdem gibt es auch unterschiedliche Chancen, Fische zu treffen. Für mein Vorhaben brauche ich erst Frühling und anschließend dann Sommer, Herbst, und also mit Herbst und Winter werde ich wahrscheinlich eher weniger etwas machen. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie euch traurig macht. Aber ja, nur dass ihr das auch wisst, auch dort gibt es Unterschiede. So, und ich versuche jetzt mal was mit diesem Froschköder zu fangen. Weil, wie gesagt, ihr seht schon, der ist sehr, sehr neugierig auf diesen Frosch. Komm schon, Hyrule Barsch. Komm. Put, put, put. Put, put. Dann halt nicht. Also ich dachte ja, aber da sieht man mal wieder. Der Froschköder, genauso wie der Spinner, sind nicht nur Vorteile. Weil man könnte sich ja denken, wenn man den verwende, oder wenn der so gut ist, warum dann überhaupt den Wobbler verwenden? Das liegt daran, dass eben für so... Oh, jetzt hab... Oh, genau das meine ich. Oh, der ist ja wieder entglitten. Wenn man Froschköder anhebt, so schnell erfolgt der Köder ab. Das ist das Schwierige daran. Wie der Anhieb. War das nächste Mal ein wenig... Hä? Okay, ich blick's nicht. Ich begebe mich kurz weiter und wir sehen uns dann jetzt gleich wieder.
So, ich gebe mich hier nur kurz nach hinten, damit ich hier ein paar andere Fische finden kann. Ich bin nämlich auf der Suche nach einer Fischart oder beziehungsweise allgemein nach einem großen Fisch, bei dem ich mal mein Können mittels oder mit dem Froschköder ausprobieren kann. Und um kurz zurück zum Thema zu kommen, warum man also den Wobbler verwenden sollte gegenüber des Rasselwobblers und oder gegenüber dem Rasselwobbler und dem Spinner, das liegt daran, dass der Wobbler eben tatsächlich eine bessere Möglichkeit gibt, Fische, die an der Oberfläche sind, zu fangen. Während der Froschköder und auch der Spinner einem die Möglichkeit geben, welche anzulocken, was zugegebenermaßen cool ist, geben im Prinzip gibt der Rasselwobbler die Möglichkeit, welche aus der Tiefe anzulocken und Spinner eben scheue, vor allem große Fische. Aber dafür werden sie eben nicht so häufig anbeißen, wie das der Fall sein könnte, wenn man den Wobbler hat. Weil beim Wobbler beißen die Fische eher an. Also es sind zwei Seiten, die man sich überlegen muss, aber es ist nicht so, als wäre ein Köder klar dem anderen überlegen, sondern man muss einfach tatsächlich schauen, was für den eigenen Fall am besten ist und dementsprechend auch, was man in diesem Fall lieber möchte. Gut, jetzt muss ich gerade selbst mal überlegen, ob ich hier tatsächlich weitersuchen möchte. Kommst du mal her, Fisch? Sieht mir gerade nicht so aus. Weil, wie gesagt, ich möchte schon schauen, wie das hier funktioniert. Und warum ich hier im Prinzip bin, ist auch einfach, dass ihr mal so ein bisschen die Atmosphäre, die man hier beim Fischen fangen hat, miterlebt. Es ist, finde ich, wesentlich schöner als ein Ocarina of Time, bei dem man einfach am Beckenrand steht. Hier mit dem Kanu zu fahren. Ich meine, meistens steht man in Twilight Princess beim Fischen auch am Rand. Und hier fährt man eben tatsächlich Kanu. Und es hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Trotz des Faktums, dass es, wie ich schon gesagt habe, eigentlich komplett sinnlos ist und man nicht wirklich was dafür bekommt. So, ich glaube, ich wechsle jetzt mal den Köder, um euch das eben zu demonstrieren. Nehmen wir mal den Rasselwobbler, weil er tatsächlich sehr, sehr tief zu liegen scheint. Und hoffen wir, dass das für bessere Resultate sorgt. Also, komm her. Ja, komm, Süßer. Komm, Süßer. Weil Wobbler allgemein sind eher dazu gedacht, dass die Fische tatsächlich anbeißen. Seht ihr? Schon hat er angebissen, während er dem Froschköder immer nur neugierig zugeschaut hat. Er lockt ihn zwar an, aber er hat nicht letztendlich eine höhere Chance, dass er anbeißt. So. Schauen, ob ich den zu merken krieg. Scheint nicht so groß zu sein, aber dennoch. Komm schon. Los. Oh, 51 cm. Ja, ist ein bisschen klein. Ja, na gut. Ich weiß gar nicht, was mein Rekord hier beim Angeln war. Kann sein, dass es 60 cm waren, kann aber auch sein, dass es 52 waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall muss es irgendwo in dem Bereich sein, weil, ja, man behält immer den größten Fisch, den man fängt und stellt diesen dann ins Aquarium. Also von daher. Okay, dann wollen wir doch mal hier hinten schauen, mittels des Froschköders wieder was anlocken. Wieder nur ein Highwool-Barsch. Nicht das Interessanteste und auch nicht das, was ich unbedingt sehen wollte, sagen wir mal so, aber wird schon passen, denke ich. Versuche ja mal einen größeren zu fangen. Hauptsache, ich kann endlich mal meine Fertigkeiten mit dem Froschköder ausprobieren. Seht ihr? Der beißt einfach nicht an. Oh, der linke, der ist viel größer, glaube ich. Ja, sehr schön. Und seht ihr? Schon wieder nicht. Ein wenig langsamer anheben. Also anheben mache ich ja mittels des Analogsticks. Und im Moment bin ich ein bisschen überfragt, wie ich da noch langsamer anheben soll. So ein ganz kleines bisschen. Oh. Das darf nicht wahr sein. Warum? Es
habe ich mir gerade jetzt nochmal durchgelesen, aber ich werde daraus leider nicht wirklich schlauer. Weil ich den an. Also, ich habe jetzt schon versucht, den Analogstick gleich zu drücken, dann habe ich zu schnell angehoben. Jetzt habe ich versucht, im Prinzip ein bisschen zu warten und jetzt hat es wieder nicht geklappt. Machen wir es schon wieder nicht. Jetzt habe ich das ganz langsam nach unten gehoben. Also es ist tatsächlich so wie in den anderen Versionen. Ich kann den Froschköder 0, nichts einsetzen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich hier noch langsamer anheben soll. Das ist für mich ein Problem. Ich werde jetzt noch so ein paar kleine Versuche machen. Oh, der ist interessant. Das ist doch einfach nicht wahr. Wie soll ich denn noch langsamer anheben, Senna? Sag's mir. Weil... ich verstehe es nicht. Und immer nur zu sagen, langsamer anzuheben. Ja, wie? Soll ich den Kontrollstick später drücken? Soll ich ihn leichter drücken? Jetzt habe ich wieder nur leicht bewegt, aber mir wird einfach nicht klar, was hier das Geheimnis ist. Deswegen werfen wir den mal weg und ich glaube, ich versuche es wieder mit dem Rasselwobbler, weil es scheint mir ein sehr tief schwimmender Fisch zu sein. Also von daher, komm. Ja, komm her, Putt-Putt. Putt-Putt, komm her. Komm, plansch mit mir. Das macht so viel Spaß. Ja. Spaß macht das, okay. Und, oh, der gibt mir mehr Gegenwehr als die anderen. Ist jetzt natürlich auch weit weg. Man kann natürlich Glück haben, denn wenn man sie ein bisschen näher ans Kanu ranzieht, wird es wesentlich einfacher, aber wenigstens... Hä? Oh, da hat sich mit einem Sprung gelöst, aber das ist der wahre Reiz des Angels. Wenn ein Fisch springt, muss sofort deine Route senken. Ja, habe ich doch gemacht. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt doch bekomme. Nee, nur ein Hyrule Barsch. Dich will ich nicht. Ich wollte den anderen. Das war... keine Ahnung, was das für eine Fischart war. Ich glaube, die habe ich in diesem Teich schon gefangen gehabt. Aber... gut, wie dem auch sei. Ich weiß es gerade nicht ganz. Wenn ihr mich fragt, würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen... weil ich glaube, jetzt habe ich lange genug geangelt. Wenn ich jetzt nicht gleich etwas Größeres fange, dass ich dann den Part an dieser Stelle beende. Und euch natürlich zunächst alle für die Aufmerksamkeit danke, die ihr mir diesen Part geschenkt habt. Das war jetzt ein sehr theoretischer Part, in welchem wir über die Angelmechaniken dieses Spiels geredet haben. Und ich konnte immerhin den ersten Köder holen. Und beim nächsten Mal werde ich dann den fünften und letzten Köder holen und... damit dann gleichzeitig das beginnen, worauf ich hier schon die ganze Zeit hinarbeite. Also, wenn ihr euch darauf freut, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Wir sehen uns, bis dann.